Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team in Paxis. Wenn alles gut läuft, dann ist es jetzt die letzte Aufnahme. Und wenn alles sehr gut läuft, dann gewinnen wir jetzt ein Spiel von den letzten beiden, um auch Gold 1 zu werden. Und wenn es perfekt läuft, dann gewinnen wir beide Spiele. Und damit ich es beim nächsten Mal nicht vergesse, Fährmann eine Fitnesskarte zu geben. Ach, wobei, erst wenn die unter 80 ist, werde es schon nicht vergessen. Fehlt ja auch keiner, nee, ne? Moment, Wagner ist nicht mehr drin, ne? Da ich den ja bald wieder benutzen werde, können wir den schon mal wieder reintun. Wie viel hatte Volland? 10 Spiele. Da hat halt, das ist halt, sind halt schon krasse Werte, ne? 10 fällt mir gerade noch mal so auf. 10 Spiele, 7 Tore und 5 Vorlagen. Das sind wir ja schon bei, ohne dass wir ein Spiel abziehen. Bei 12 Scorerpunkten aus 10 Spielen. Und was hatte Wagner? Okay. Bei Wagner ist es noch mal ein Stück besser. 6 Spiele, 9 Scorerpunkte und davon halt auch 6 Tore. Aber nehmen sich halt insgesamt nicht so viel. Ja, was heißt, ist erstmal egal. Wir werden jetzt in der Aufnahme das eh nicht mehr austüfteln müssen. Ach, wie gerne. Ach, ich weiß auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ach, scheiße, Mann. Wenn Wagner halt einfach nur so ein Tick, ne? Aber, oh, es ist halt egal. Konzentrieren wir uns jetzt auf diese Aufgabe. Gucken, ob Aubameyang wieder so abgeht wie im letzten Spiel. Das war echt krass geil. 82er. Okay. Auch wieder eher moderates Team. Sogar ein 75er Stürmer als rechten Stürmer drin. Der wird einfach sehr schnell sein. Aber es macht mich schon wieder Angst, weil da hat er echt ein paar schwache Spieler drin. Der wird wahrscheinlich gut spielen. Aber egal, wir gewinnen trotzdem. Wir haben ja Glück und er spielt nicht gut. War ein bisschen Glück dabei, dass wir den Ball wieder hatten, logischerweise. Hier war Glück und dann direkt wieder Pech, das war komisch. Er spielt Sané, aber ich glaube, Sané hat mal gesagt in dem Interview, dass er gerne Sahne genannt werden möchte, nicht Sané. Aber auch Zeit. Das war schon wieder so ein Katastrophenpass eigentlich. Der hätte niemals ankommen dürfen. In FIFA 16 wäre er nicht angekommen. Wahrscheinlich in FIFA 17 auch nicht. Ich finde es echt scheiße. Ich meine, es ist ja bei beiden so, dass solche Horrorpässe ankommen. Aber ich finde es dumm. Weil da gewöhnt man sich auch wieder. Da gewöhnt man sich auch wieder. Traumtor Aubameyang, vielen Dank. Da gewöhnt man sich auch wieder solche beschissen schlechten Pässe an. Wenn es jetzt in FIFA 19 dann zum Beispiel wieder anders ist, wovon ich ausgehe, dass man nicht mehr solche simplen Pässe spielen kann, dann muss man sich wieder so krass umgewöhnen. Also ich finde es blöd. Das war aber erstmal ein geiles Tor. Das war natürlich ein glückliches Tor, weil nicht krass rausgespielt, sondern einfach so ein Distanzschuss mit Aubameyang in ihn reingeknallt. Dann auch mit Alu gespielt. Aber ich freue mich natürlich, dass das so funktioniert. Boah, kein Abseits. Fährmann ist da, Hector denkt mit, perfekt. Der Pass sollte eigentlich rausgehen auf Hector und nicht auf. Auf Arangis. Macht er gut. Krasser Pass, falls das so gemeint war, also falls das so geplant war, war es wirklich ein ultra krasser Pass, super krass gesehen. Ja, ein bisschen Glück war aber auch ein Foul. Deswegen kommt der Pass wahrscheinlich auch so merkwürdig. Oh, ich glaube, er war zuletzt dran. Nice.
Scheiße. Oh, schlechte Annahme. Es war doch kein Foul. Ich habe übrigens nicht gedrückt, nicht auf Tackeln oder so, sondern das hat, hat der Spieler einfach ganz alleine gemacht. Wahrscheinlich ist der 75er auch wieder jemand, der kein... der keinen Körper hat. Schade, ärgerlich. Oh, den Ball hatten wir doch eigentlich schon. Mache Flanke. Ranke ist komplett gedeckt, setzt aber so einen Flugkopfball an, sehr geil. Oh, schade, dass Bellerin da noch mit dabei ist. Und! Oh, geiler Kopfball von Ginter. Leider ein bisschen zu sehr auf den Torhüter. Das, sowas wird eigentlich nie was, solche Pässe. Glücklicherweise. Oh, legt er sich ganz komisch vor und es klappt trotzdem nicht. Krass rausgetackelt von Piszczek. Richtig krass. War auch kein Foul. Aber es hätte auch ganz leicht eins sein können, wenn er sich ein bisschen verschätzt hätte. Scheiße, da soll der Pass auch nicht hin. Der muss natürlich rein, also der erste Schuss. Scheiße. Ich hätte wahrscheinlich noch einen Schritt gehen sollen. Vielleicht auch schlänzen, keine Ahnung. Aber der muss natürlich rein, es hätte es 2-0 sein müssen. Hier haben wir Glück, dass Toprak stirbt und dabei den Gegner mit in den Tod reißt. Interessanterweise hatte ich bisher die besten Chancen. Also es ist eine verdiente Führung, aber ich hätte auch schon 2-0 führen können. Aber oh, hat kein einziges Mal geschossen, nice. Haben wir auch lange nicht mehr geschafft, aber wie gesagt, das Ding mit Aubameyang, das muss ich eigentlich machen. Vielleicht muss ich ihn schlänzen, wahrscheinlich muss ich noch einen Schritt gehen. Ich denke, ich muss vor allem noch einen Schritt gehen, das war mein Fehler, aber selbst aus der Situation hätte ich eigentlich gedacht, dass er den reinmacht. Nein! Nicht aufregen. Erst wenn die Situation vorbei ist. Okay. Ja, komplett falsch gepasst. Also ich hatte da nicht hingezielt. Der genehmigt. Ah.
Boah, viel zu weit rausgetragen. Sehr schön gemacht mit Kramaric. Wie, das ist kein Foul? Oh Gott, es wird normalerweise gepfiffen. Zu Recht. So krass die Pace von Aubameyang. Oh, Alu und nicht rein. Also mittlerweile ist die Führung mehr als verdient und das 2-0 ist halt eigentlich auch schon lange fällig. Schön von Ginter. Och, was für ein Pass von Aubameyang. Mann! Hätte ich versuchen sollen, ins kurze Eck zu schießen. Toprak! Och, Mann! Das 2-0, aber sowas von fällig, ey. So eine Scheiße, Mann. Scheiße, das habe ich schlecht gemacht. Das habe ich schlecht gemacht. Oh, zum Glück ist nichts passiert. Zum Glück ist nichts passiert. Das war mal ein schwacher Pass. Interessant. Ruhe reinbringen. Scheiße! Schöne Grätsche. Interessante Variante, den Laufpass zu spielen. Nämlich innen statt außen. Es war so klar, oder? Es war klar. Also ich wollte es vorher nicht ansprechen, ich wollte es vorher nicht sagen, aber wer halt eine Milliarde Chancen hat zum 2-0, der macht dann logischerweise, der kriegt dann logischerweise das 1-1, den Ausgleich. Das war so klar. Aber wir werden das Spiel jetzt trotzdem noch gewinnen. Auch wenn er hier komplett unverdient den Ausgleich schießt. Der Pass war natürlich gut, ich konnte nichts mehr machen. Von der Pace her war er einfach dann weg. Aber... wenn wir weiter so spielen, dann kriegen wir auch die Chance zum 2-0, zum 2-1, die machen wir dann auch. Habe ich nicht gesagt. War jetzt schon das zweite Mal Alu von Arangis. Absolut verdient, dass er dann den Abpraller bekommt.
Ja, fast schon wieder ein Kopfballtorwart, obwohl er überhaupt nicht groß ist und hat schon mal eins gemacht. Scheint Bock auf Kopfbälle zu haben. So, Abwehrriegel rein und jetzt gewinnen. Verdient. Das war ja schön gedribbelt. Das war nicht schön gedribbelt. Oh, ich hatte kurz Angst, ich hatte kurz Angst. Aber jetzt soll das Ding eigentlich durch sein. Ah, jetzt ist es durch. Verdient, spannendes Ende, aber absolut verdient. Sind wir gerade Gold 1? Was ist das für Gold 1? Muss man noch 1 gewinnen? Ich bin schon wieder total durcheinander. Ich glaube, wir sind jetzt Gold 1, oder? Oder waren wir schon Gold 1? Ich bin gerade. Oder sind wir jetzt Gold 2? Ne, Gold 2 waren wir schon. Gold 2 waren wir schon. Sind wir jetzt Gold 1? Oh Gott, ich komme gar nicht mehr klar. Vorlagen. Arangis, Lacazette. Lacazette macht die Vorlage, sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt Gold 1! Endlich! In der zweiten Weekend-League Viva 18 haben wir es endlich wieder geschafft, Gold 1 zu werden und haben wirklich gut gespielt. Schade, dass wir nicht von Anfang an so gut gespielt haben, sonst hätten wir jetzt vielleicht noch die Chance gehabt, Elite 3 zu werden. Aber jetzt spielen wir erstmal noch die letzte Partie. Ich will aber jetzt mal noch gucken, was im Monat... Ne, nicht vergleichen, sondern... was im Monat jetzt drin ist. So, wir haben jetzt insgesamt 27 Siege. Wir können noch einen Sieg holen. Da haben wir gewonnen 27. Ach, wir sind jetzt gerade auf Silber 1 hochgekommen. Dadurch, dass wir jetzt 27 Siege haben. Wir können jetzt auf 28 kommen. So, das heißt, die 50, wir haben 51 noch übrig. Wir brauchen dann also, wir brauchen jetzt noch 16 Siege aus 51 Spielen, um wenigstens den Goldrang zu bekommen. Der ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen mindestens Gold werden. Und für Elite, den wir mit Sicherheit nicht hinbekommen werden, brauchen wir 64 Siege. Da brauchen wir jetzt noch 64. Wir haben 27. Das heißt, wir brauchen jetzt noch... Das ist mir jetzt zu anstrengend, um das selber auszurechnen. 64 minus 27. 37 Siege aus 51 Spielen, das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da müssten wir jetzt wirklich am besten das mal das Spiel gewinnen, aber halt auch so, wie wir jetzt die letzten Spiele gespielt haben, müssen wir halt dann wirklich in der nächsten Weekend League komplett durchziehen. Ob ich das hinbekomme, weiß ich nicht. Scheiße, jetzt stehe ich in der nächsten Aufnahme stehe ich dann leider wieder vor der großen Frage, welchen Stürmer spiele ich in der Bundesliga? Und ich glaube auch nicht, dass bis dahin eine Inform rauskommt. Und Werner wird immer noch scheiße teuer sein. Ich glaube, ich muss erstmal Wagner hinstellen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Der hat einfach zu viele wichtige Spiele entschieden. Das ist einfach so. Aber natürlich habe ich da nicht die Möglichkeiten, wie mit einem Aubameyang, da ich mal schnell über die Pace kommen. Das ist ein bisschen... Ist hier Wagner schon drin? Ich glaube, ja. So, letztes Spiel. Ich bin ziemlich müde und kaputt, aber wenn ich es verliere, auch nicht so schlimm. Ich meine, es geht jetzt nur noch um den Monat. Und ich denke, die Goldränge erreiche ich sowieso im Monat. Das wird, denke ich, kein Problem. Wenn ich nicht total bescheuert spiele. Und ich denke, auch Elite 3 wird gar nichts. Also ich denke, Elite 3 werde ich nicht erreichen. Aber jeder Sieg zählt. Ich werde natürlich versuchen, jetzt zu gewinnen. Wäre schön. Was haben wir denn da? 75er Außenverteidiger, auch wieder nicht so ein krasses Team. Ich bin echt überrascht über die Teams momentan. Wenige Informs, wenige mega teure
Da war die drin. Haben wir ein bisschen Glück. Oh, hat der Gegner gerade Glück? Oder hat der Gegner gerade Glück? Ich hatte echt Angst, aber nichts passiert. Wir haben auch Donnarumma, bester Torhüter, mindestens bis jetzt. Gefühlt sogar besser als Neuer, aber gut, Neuer hatte ich nur kurz und auch ohne Champions League Style gespielt. Oh, es sollte ein normaler Pass werden, dann macht dieser einen scheiß Laufpass von alleine draus. Danke. Schön gemacht mit Benatia. Mist. Ah, ich glaube, ist das drin gegen den Gegner. Der steht nicht so sattelfest in der Verteidigung. Er hat doch gesagt, da ist was drin gegen den, das sieht nicht so sattelfest. Icardi, Icardi, Icardi. Ich wäre es auch nicht leid, weiter über diesen Stürmer. Ja, also, wenn jetzt wirklich die Inform. Ah, war auf verdeckt geschossen, aber ich denke, den hält auch so nicht. Wenn jetzt wirklich die Inform von Icardi rauskommt, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wieso ich jemals einen anderen Stürmer in der Serie A spielen soll. Ich warte einfach, bis Icardi dann wieder die nächste Inform bekommt. Ich glaube, in der. Also in FIFA 17 hat er mindestens 3 Informs gehabt, vielleicht sogar 4. Und natürlich Team of the Season Karten. Und ja, ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit immer bei Icardi bleiben. Vielleicht, wenn es mich mal packt und ich außerhalb der Weekend League spiele, teste ich vielleicht mal andere. Aber wenn der sich so weiterspielt und ich dann Informs davon bekomme, glaube ich nicht, dass ich ihn jemals wechseln werde. Zumal ich ihn dann. Auch irgendwann hat er auch viel Pace. Irgendwann kann ich ihn dann auch einfach auch einen Champions League Style vielleicht geben, der Pace hat, weil er vielleicht dann schon so gutes Dribbling und Abschluss hat oder so, dass ich dann halt einfach nicht mehr ihm irgendwie Sniper oder so geben muss. Wobei ich total zufrieden bin mit seinem Champions League Style. Ich brauche auch überhaupt keine Pace. Alter, ist das krank gespielt gewesen oder ist das krank gespielt gewesen? Was ist denn gerade los mit mir? So gut habe ich ja noch nie gespielt. Was sind denn das für Chancen? Was ist denn das für ein Dribbling gewesen? Was sind denn das für Konter, wie ich hier spiele? Oh Gott, schade, dass nur noch dieses eine Spiel ist. Ach, Gegner will wohl schon raus oder was? Wäre krass, wenn er jetzt abbricht. Wäre dann auf jeden Fall das der früheste Abbruch. In FIFA 17 hatten wir mal einen, hatten mit einem, bei einem 1-0 abgebrochen in der 17. Spielminute oder so. Naja, stellt wahrscheinlich nur um. Eieieiei, was spiele ich denn hier zusammen? Das ist ja unglaublich. Magic Fingers. Magic Fingers, meine Freunde. Magic Fingers. Ich weiß nicht, was los ist. Magische Finger. Spiel wie ein junger Gott. Beim nächsten Weekend League werde ich mich wahrscheinlich auch wieder reinfitzen müssen, aber es ist gerade richtig geil. Aber hoffentlich bekommt Icardi die Inform, ey. Und dann muss ich mir echt überlegen, was ich in der Bundesliga mache. Vielleicht werde ich dann für die nächste Weekend League wirklich Werner oder so holen. Was hat er denn für Probleme? Stellt er jetzt alles um, oder? You may lose heißt sein Name. Ich denke, er sollte sich mal umbenennen in You may win. Gucken wir nochmal sein Team an. Embiid, Sterling, Son. Im Mittelfeld. Er hat auch ein total offensives Mittelfeld, fällt mir gerade auf. Was ist denn das für ein Mittelfeld? Son, Sterling, Dembele. Davon ist kein einziger wirklicher zentraler Mittelfeldspieler. Das sind alles offensive, schnelle, aggressive Spieler. Was ist das denn? Okay, also das ist schon mal ein super merkwürdiges Team. Kann man nicht anders sagen. Wechselt er irgendwas oder warum hat er dreimal ja? Er wechselt wirklich. Sterling raus.
Dafür Werner rein. Timo Werner, das ist erstmal super teuer. Und Sterling war ja im Mittelfeld. Jetzt stellt er Timo Werner ins Mittelfeld rein. Was ist denn mit ihm los? Ey, da muss er sich aber nicht wundern, dass er hier aufs Maul bekommt bei so einer Aufstellung. Krass langer Vorteil. Richtig krass langer Vorteil, den er da pfeift. Nächste Fehler, aber es gibt leider einen Einwurf für den Gegner. Ah, es gibt doch keinen. Nice. Schade. Aber wenigstens die Ecke. Och Mann, aber anscheinend scheinen die Ecken auf diesen Punkt da häufiger mal zum Kopfball zu führen. Allerdings ist der Kopfball dann sehr oft auf den Mann, also auf den Torhüter. Wobei er den auch nicht halten konnte. Da war so straff geköpft mit De Rossi. Gegen Werner haben wir bisher, es ist glaube ich das zweite Mal, dass wir gegen Werner spielen. Schade. Hätte vielleicht durchziehen sollen, ich habe abgebrochen. Weil ich dachte, Strohmann ist zu langsam. Aber gut, er hat halt auch Shadow, das darf man nicht unterschätzen. Krass, krass. Aus dem Winkel, das ist krass. Hätte ich besser verteidigen können, muss ich leider zugeben. So, jetzt konzentrieren, dass wir hier nicht 2-0 verlieren. Aber der Gegner, wie gesagt, bei dem Mittelfeld, der ist nicht so gut. Ich mache ja auch noch ein drittes. Verteidigt auch nicht so gut, finde ich. Wieder ein schöner Schuss von Icardi. Ja, ich habe direkt auf Schießen gedrückt. Das war eigentlich das 3-1. Ich weiß nicht, warum man nicht schießt. Es war halt wieder ein straffer Pass und manchmal verkacken die das dann einfach. War mit Sicherheit nicht so geplant. Von ihm jetzt. Kann mir nicht vorstellen, das wäre krass gewesen. Hat natürlich geklappt, aber wäre krass gewesen, wenn es so geplant hätte. Noch krasser wäre es gewesen, wenn es geklappt hätte. Okay. Es ärgert mich, dass wir dieses 3-1 da nicht gemacht haben. Ja, ein bisschen Glück war, wie gesagt, nicht so geplant, ist denke ich klar. Zu lange gesprintet. Oh oh. Schwacher Kopfball. Aber ich setze jetzt wieder normal hin. Wir müssen uns konzentrieren. Ich habe den Gegner definitiv zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Auch wenn wir, wie gesagt, die Riesenchance zum 3-1 haben, die er einfach nicht nutzt, weil anscheinend der Pass zu straff gespielt war und er darauf nicht klarkommt. Schwacher Pass. Hört doch bitte mal auf, einen Laufpass zu machen, nur weil die im Lauf sind. Wofür gibt's denn die Taste? Okay, jetzt am Ende hat es mir wieder besser gefallen, hat wieder konzentrierter gespielt. Wie gesagt, das 3-1, aber die straffen Pässe ist so selten, dass sie dann wirklich mal direkt schießen. Nehmen fast immer den Ball an oder wie in dem Fall, er springt dann halt vom Fuß. Aber man muss da straff passen, normaler Pass kommt halt eh nicht an. Mann! Puh. Konzentration, komm, wir machen jetzt noch das 3-1. Ich will die 16 Siege!
Nicht, dass wir dann am Ende genau einen Sieg haben, der uns fehlt für Elite 3. Ich meine, das kann jetzt trotzdem passieren, auch wenn wir das Spiel gewinnen, aber. Ja, wie wär's mal, wenn irgendeiner von diesen Gottverdammten dahin gelaufen wäre? Schön, dass ich nicht alle steuern kann. Jetzt haben wir noch eine Ecke provoziert. Idiot. Ist er noch rangegangen? Nee. Auch wieder krass gespielt. Ach du Scheiße, was ist denn los mit mir? Wie ich dann nochmal den Ball auf den anderen Fuß lege und dadurch halt einfach komplett den Gegner ins Leere laufen lasse. War das nicht sogar eine Grätsche? Und dann macht er ihn auch. Oh Gott, 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 Gott. Ich liebe mich gerade selber. Ach, man sieht es leider nicht. Wenn ich dran denke, müssen wir uns eigentlich alle Tore nochmal anschauen. Krass, krass, krass. So, 3-1, wichtig. Ich ist auch absolut verdient. Drehung, schwierig. Selbst für FIFA 18. Immerhin ein Wurf. Oh, wie wir uns da schön um den Gegner rumdrehen. Leider hat ein Brozovic nicht die nötige Pace, um da vom Gegner wegzuziehen. Das war, denke ich, jetzt gerade das Problem. Hat er sich gut durchkombiniert und dann am Ende, wie habe ich es wieder nicht geschafft, da irgendwie an den Gegner ranzukommen. Einwurf nehme ich gerne mit. Hat er Glück. Oder wir haben auch Glück eigentlich, dass, weil er war ja dran am Ball. Aber er hatte auch Glück, dass sein krasser Stellungsfehler nicht bestraft wurde. Was wollte ich sagen? Ja, vielleicht teste ich ja dann oder hole ich mir dann doch mal Werner für die nächste. Oh, das hat er gut gedribbelt. Hole ich mir dann doch mal Werner für die nächste Weekend League. Ich weiß nicht so richtig. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber Icardi macht halt einfach so einen Betrieb. Also was Icardi halt leistet, ich will halt auch so logischerweise. Logischerweise will ich halt auch so einen Stürmer für die Bundesliga haben. Und da kommt weder ein Wagner noch ein Volland rein. Also, wenn Wagner halt ein Tripling wie Icardi hätte, ein Pace wie Icardi hätte, dann wäre er wahrscheinlich genauso gut. Oder hätte vielleicht sogar einen noch krasseren Abschluss, weil abschlussmäßig hat er schon einiges gezeigt. Genau da wollte ich hinflanken, weil ich gesehen habe, dass Philippe Andersson. Ich glaube wieder nicht, Mann. Weil ich gesehen habe, dass Philippe Andersson komplett frei auf dem zweiten Pfosten zulief. Er war dann trotzdem mega bedrängt, aber war halt vor dem Gegenspieler und dann war wieder in echt oft in Pfosten und rein bei mir. Das gefällt mir. 4-2, 4-1, das war's. Ding ist durch. Aber ist auch verdient. Wir spielen besser als der Gegner. Er lässt aber auch ein paar Chancen liegen. Eieieiei. Also 4-2 wäre auf jeden Fall verdienter. Und er bricht ab. Danke. Dann ist es kürzer für uns.
Tore, einmal Icardi, einmal Brozovic, zweimal Philippe Andersen, Doppelpack, gar nicht gemerkt, Vorlagen. Ey, Icardi macht in jedem Spiel gefühlt mindestens ein Tor und mindestens eine Vorlage. Das gibt's gar nicht. Zweimal Brozovic, der auch jetzt irgendwie immer durchdreht. El Shaarawy irgendwie, aber ich schieße auch mehr Tore jetzt. Dadurch kriege ich auch einfach mehr Scorerpunkte hin. So, ich wollte mir die Tore nochmal anschauen, weil die echt geil waren. Icardi, der krasse Distanztreffer. Relativ zentral. Also zentrale Position, von wo er schießt. Dann Philippe Andersson. Das war krank. Das war krank. So geil getribbelt hier. Bam. Alter, das war unglaublich. Das war echt unglaublich. Muss ich da mal von vorne sehen. Ja, schöne Vorlage auch von Brozovic. Und dann bam, weggezogen. Und oh Gott, traumhaft. Krass gespielt. Aber mit Philippe Andersson sind mir schon einige solche Tore gelungen. Nice. Oh, das habe ich gemeint. Habt ihr das gesehen, wie ich da nochmal zack ins Leere grätschen lasse? Sieht man hier leider nicht nochmal. Boah, richtig nice. Hier können wir eigentlich mal Tele reinmachen. Weil da hinten seht ihr schon, komplett alleine für lieber Andersson. Und das habe ich halt gesehen. Und deswegen wollte ich genau da hinflanken und es klappt auch. Immer noch komplett alleine. Jetzt kommt erst der Spieler und dann ist irgendwie Philippe Andersson doch irgendwie vor dem Gegner. Wieso, wie er das macht, weiß ich nicht. Aber es ist krass, guck mal, wo ich hinziehe. Also in die genau andere Richtung, aber weil er halt nicht so kopfballstark und sich dann nur schwer durchsetzt, prallt der Ball halt so komisch von ihm ab, dass wir da mit Glück, obwohl er die andere Richtung geht, er trotzdem reingeht mit Impfost und rein. Sehr, sehr geil. Ach, wir haben 16 Siege. Sehr, sehr geil. Wir haben... Ach so, das Silber 1, was uns gerade angezeigt wird, ist natürlich falsch. Das zeigt er gerade für den Monat an. Aber wir sind natürlich Gold 1. Was kriegen wir da jetzt dafür? Gold 1. 35.000 Münzen, 2 Premium Gold Spielersets und ein Megaset. Sehr gut. Vor allem die 15.000 Münzen sind halt sehr schön. Und also die 15.000 Münzen mehr als im Vergleich zu Gold 3, was wir letzte Woche waren. Die 15.000 Münzen sind halt vor allem sehr, sehr schön, denke ich. Also die machen es aus und nicht dieses eine Premium Gold Spielerset, was ich jetzt mehr habe. Klar, es ist gut und schön, aber die 15.000 Münzen, die werden da mehr wert, also die sind im Regelfall mehr wert als die Karten, die ich da aus dem Premium Gold Spielerset ziehe. Bin echt, ich freue mich schon drauf auf das Pack Opening, bin echt gespannt, was drin sein wird. Ein Megaset. Tja, Elite 3 wäre geil. Also wenn ich so weiterspiele, wie ich jetzt am Ende, wie ich die letzten 10 Spiele oder so gemacht habe von der Weekend League, dann schaffen wir auch irgendwann Elite 3 wieder in FIFA 18. Ich guck mal. Ah, Schnittig haben wir geschafft. Jetzt haben wir dann doch so viele angeschnittene Schüsse gehabt. Ich habe kein einziges Mal selbst angeschnitten. Das heißt, das haben die selber gemacht. Gibt's auch 1400. Da haben wir jetzt aus den Wochenaufgaben allein haben wir jetzt schon 2,8, 3,8, 4.200 Coins. Nice. So, ich wollte mal gucken, wie viel Werner momentan kostet. Also ich werde ihn mir jetzt nicht kaufen, logischerweise, aber wie jetzt der Preis momentan ist, der sollte ja auch einfach immer weiter sinken im Laufe der Zeit. Also er müsste jetzt eigentlich schon unter 40.000 kosten, denke ich. Oh, 39. 37, ja, langsam aber stetig sinkt er. Ich weiß noch nicht mal so richtig, ab wann ich ihn kaufen will. Selbst 20.000 sind noch super viel für ihn. ist gerade das Billigste. Was hat er denn für Attribute eigentlich? Ja, schnell ist er, klar. Stellungsspiel 85, Abschluss 86. Schusskraft, keine Fernschüsse. Volleys sind okay. Übersicht, kurzer Pass ist okay.
Beweglichkeit, Balance, Reaktion, Ballkontrolle, Dribbling ist okay, aber auch alles nicht so überragend. Es ist halt, okay, Körperstärke kann man vergessen, Ausdauer ist okay, Sprungkraft. Ist halt ein relativ kompletter Stürmer, nur halt noch zu wenig bewertet. Also, wenn er jetzt eine Inform bekommen würde, dann wäre er wirklich, also die Inform wäre natürlich schweineteuer, aber die wäre dann schon ziemlich geil. Aber so, ich meine, wenn ich ihm jetzt noch einen Chemistry-Style gebe, logischerweise nichts mit Tempo, ich brauche weder Antritt noch Sprintgeschwindigkeit boosten. Auf jeden Fall schießen würde ich boosten. Am liebsten wäre mir eigentlich ein Chemistry-Style, der Fernschüsse noch ordentlich boostet, weil die so schlecht sind. Bei ihm könnte man vielleicht über Finisher nachdenken. Eigentlich würde ich gerne noch sein. Was hat. Ach so, das sieht man hier nicht. Was der für Spezialitäten hat. Ja, aber hier könnte sich vielleicht sogar Finisher lohnen, weil Finisher boostet nämlich, glaube ich, Fernschüsse um 15. Das würde dann auf 67, nee, auf 77, auf über 80 kommen und Schusskraft, glaube ich, um 10. Und die Physis wird auch massiv geboostet, also die Stärke geht auch um 15 hoch, glaube ich, bei Finisher. Da könnte Finisher wirklich interessant mal sein, ausnahmsweise mal. Aber ich habe ihn eh nicht, das ist erstmal alles nur Gedankenspiel und egal. Ja, weiß ich nicht, ob ich den jetzt wirklich. Aber es gibt halt keinen anderen, der wirklich dann noch so super interessant wäre. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch alle anderen durchprobieren, aber ich glaube, ich würde dann erstmal einfach bei Volland bleiben, weil Volland einen guten Job macht. Nicht wie Icardi, aber er macht trotzdem einen guten Job. Ja, schwer. Och, jetzt bin ich aber auch müde. Zum Glück ist es vorbei. War echt eine geile Weekend League, die so scheiße. Also ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass die Weekend League noch so zufriedenstellend zu Ende geht. Ich habe so viele Spiele jetzt am Ende gewonnen, weil ich am Anfang so schlecht war. Ich habe echt kurzzeitig gedacht, okay, unsere Bilanz wird auch langsam besser. 50-36, sehr schön. Habe echt gedacht, kurzzeitig, ach du Scheiße, es wird richtig eng, Gold 3 zu schaffen. Also ich habe echt Angst gehabt, dass wir vielleicht wirklich nur Silber 1 schaffen und nicht mal Gold 3. Und jetzt haben wir noch Gold 1 geschafft. Unglaublich. Also ich bin unglaublich zufrieden mit meiner Leistung, auch ein bisschen stolz, würde ich sagen. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ich hoffe, dass ich das dann bestätigen kann in der nächsten Weekend League und bin gespannt auf die Informs. Hoffentlich gibt's Inform Icardi. Ach du Gott, wäre das geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Daumen nach oben, damit man euch loben. Tschüss, tschüss.